herzlich willkommen, liebe Wrestling-Freunde, bei einer weiteren Ausgabe von Cast the Promoter Set So. Heute vor dem Kolpinghaus hier im 9. Wiener Gemeindebezirk. Kolpinghaus Alsergrund, die Location der zweiten Rings of Europe Show der Summer Crush Tour. Leider wurde uns, wie schon zuletzt in Bad Vöslau, kein Einlass gewährt. Das Kolpinghaus muss man vorher reservieren. Man hätte womöglich dann noch zahlen müssen. Wir haben uns das Ganze erspart und machen es ganz einfach hier vor dem Hintereingang. Heute natürlich wieder ein Studiogast, ein altbekannter Mann. Komm her zu mir da, der damals jüngste Profi-Wrestler Österreichs. Grüß dich, grüß euch, hallo. Cactus Kovacs ist hier. Schön da zu sein. Ja, großartig. Ein Wahnsinn, wir müssen uns hier die Jacke und die Haube aufbelassen, weil es einfach zu kalt ist. Wir haben November und leider kein Einlass. Ja, es ist kalt. Was sagst du persönlich zu dieser Veranstaltung damals? Hast du das mitbekommen? Du hast ja ein Match gehabt gegen Wien. Ich kann mich erinnern an das Match. Es war eines meiner ersten Matches, wo ich einen Gegner aus dem Ausland hatte. Das erste Match gegen Kohlen und dann bei einer Benefitshow habe ich gegen Mr. Austria noch ein Match gehabt und das war mein erster Gegner, der halt aus Deutschland war. Der erste richtig starke Gegner, mehr Erfahrung hatte. Wie würdest du das Match jetzt vergleichen, wenn du das Vorabendmatch mit dem Kardinal vergleichst? Ich sag mal, mit dem Kardinal habe ich einfach mehr Zeit gehabt zu trainieren, dass man sich gegenseitig aneinander gewöhnen. In Wien habe ich aber mein erstes professionelles Match gehabt, wo ich richtig gesehen habe, wie es abbrennt bei einer Show. Ne? Ja. Kommen wir mal gleich zu dieser Veranstaltung Kolpinghaus. Warum war es das Kolpinghaus, wo wir veranstaltet haben? Das Kolpinghaus hat eine gewisse Wrestling-Tradition. Es haben Veranstalter wie die EWA, der Vienna Wrestling Club und auch die Wrestling School Austria hier schon veranstaltet. Das ist ein gemütliches Konferenzzentrum. Man kann hier verschiedene Sachen abhalten. Platz ist ungefähr für 200 bis maximal 250 Zuschauer. Ja, leider wurden die gewünschten Zuschauer von über 200, die ich mir wirklich hier erhofft habe, nicht erreicht. Wien ist ein schwieriges Veranstaltungspflaster. Es ist zwar eine Großstadt, die über 1,5 Millionen Einwohner hat. Ja, in Sachen Budget war das natürlich hier ein Minusgeschäft. Wir haben hier ca. 1.200 Euro Verlust gemacht, weil wir nicht die erhofften 200 bis 250 Zuschauer erreicht haben. Für Cactus, ja, danke, dass du uns damals gratis aufgetreten bist, ja, als Rookie. Für mich war es eine Chance, überhaupt den Markt von der anderen Seite mal zu sehen, außer als Zuschauer von außen. Ne? Ich war dankbar dafür. Ja, ja, wie gesagt, was gab es hier noch zu sagen? Wir mussten dann natürlich die Card umkrempeln, aufgrund dessen, dass wir gesehen haben, okay, Vorverkauf ist schlecht gelaufen, wir hatten nicht die erhoffte Zuschauerzahl. Die Wrestler, die am Vortag angetreten sind, das war eine gehörige Anzahl und es gab dann wirklich ein Gagenproblem am Tag 2 und ich musste die Karte einfach stutzen. Gehen wir mal zu dem Hauptereignis, zu den Hauptkämpfen. Da gab es ein WXW Three-Man Round-Robin-Tournament und zwar, es waren bekanntlich am Wochenende zuvor ein Match und zwar Claudio Castagnoli, Double C gegen Ian Rotten und da gewann Ian Rotten den WXW-Titel zurück, also von Claudio Castagnoli und eine Woche später haben wir gesagt, okay, wir werden jetzt das Ganze hier auf fremdem Territory im Ausland im Rahmen eines Tournaments hier noch einmal präsentieren. Drei Mann, Ian Rotten, der Champ, Claudio Castagnoli und als dritten Mann haben wir noch von der GWF Ahmed Cher eingebucht. Und da machten wir, wie gesagt, jeder gegen jeden. Und der Sieger dieser Round Robin Challenge, der war halt dann der neue oder alte WXW Champion. Und da gab es einmal Ian Rotten gegen Ahmed Cher. Zuvor hat mir Ahmed gesagt, okay, ich trete hier einmal in zwei Matches an. Wir machen es ganz einfach so, weil Barisch hätte an diesem Abend gar kein Match gehabt. Den habe ich gestrichen von der Card, weil es einfach nicht mehr vom Budget möglich war. Jetzt hat Ahmed gesagt, er wird eine Verletzung spielen
und wird sich verletzen im Match gegen Ian Rotten. Und als Alternate Wrestler wird Barish dann gegen Double C antreten. War eine sehr gute Idee, die Ahmed einbrachte. So, dann habe ich es wie gesagt, Ian Rotten besiegte Ahmed Chair. Dann hatten wir Double C statt Ahmed Chair gegen Barish. Das war ein sehr starkes Match, das gewann Double C. Und der Hauptkampf, also der Co-Main-Event war dann eben das Finale. Die beiden Sieger, Ian Rotten und Double C, kämpften dann um den WXW-Title. Und das holte sich Claudio Castagnoli zurück. Hast du noch Eindrücke von Ian Rotten und Claudio Castagnoli an dem Abend? Ja, ich habe mir das Ganze natürlich ganz genau angeschaut, von der Tribüne oben natürlich, ganz weit weg von den Fans, und war auf jeden Fall ein super Match. Wieder einiges zum Lernen dabei gewesen und ja, auch im Backstage-Bereich wieder ein paar interessante Erfahrungen gemacht an dem Abend, kann man so sagen. Dass, wenn ich zwei Matches bestreite, dass ich dann normal schon mehr Gage bekomme. Ich habe gesagt, okay, da hast du recht, Ian. Ist es für dich ein Problem, wenn du heute für 250 Euro, da bekommen übrigens für beide Abende, also einfach 250 am Vortag und 250 am nächsten, wenn du zwei Matches workst? Und Ryan Rotten hat dann gesagt, okay, das passt. Er sieht auch ein, der Mann hat Erfahrung, der ist Promoter selber in Amerika. Da ist er mir entgegengekommen und hat gesagt, okay, er workt die zwei Matches für 250 Euro. Einfach eine Wahnsinnseinstellung, oder? Ja, das auf jeden Fall, weil... Was hat man davon, wenn man sagt, nein, er wirkt nicht? Ne? Im Endeffekt unterstützt man damit die ganze Industrie und das ganze Business nicht. Und deswegen eigentlich zum Applaudieren die Entscheidung. Applaudieren Ian Rotten, der jetzt gar nichts mehr macht. Schöne Grüße auf jeden Fall nach in den USA zu Ian Rotten. Ja, es war Ian Rotten in einer komplett anderen Präsentation. Er präsentierte sich hier als guter Worker, als Chain Wrestler und nicht mehr eben als dieser Hardcore Wrestler, der am Vortag da mit eher in seinem Comedy Match da mit den Linzer Boys und mit der WSA hier in Bad Vöslau aufgetreten ist. Also Ian Rotten, muss man sagen, Hut ab, der kann alles. Das ist ein wirklich ein Universaltalent, hat alles gezeigt. Du hast Backstage angesprochen. Ich habe es ja auch schon bei der Föslauer-Show gesagt, es gab Neider, es gab anonyme Anrufer, die wollten die Show ein bisschen stören, boykottieren. Ja, und ich lag richtig, denn von Seiten der RWA kamen Slash Power und Peter White Backstage. An und für sich ist es so, Wrestler oder Personen, die nicht gebucht sind bei einer Show, haben eigentlich Backstage nichts verloren. Hast du was mitbekommen, dass da Peter White und Slash Power einfach einmarschiert sind? Mitbekommen habe ich es schon, jedoch war ich an dem Abend, da ich ein Match gehabt habe, auch sehr konzentriert, ganz ehrlich gesagt. Also habe ich mich nicht hundertprozentig nur mit der Situation da befasst, sondern mich selbst konzentriert gegen Wien. Ne? Weil es auch das eins der ersten, ich glaube der erste Kampf war sogar. Also du warst voll fokussiert auf dein Match. Ich persönlich habe es von Rainer Ringer, dem Referee an dem Abend, die Information erhalten. Und ich muss sagen, ich habe mich da überhaupt nicht rausbringen lassen. Ich war so beschäftigt mit dieser Veranstaltung, dass mir eigentlich das, wie gesagt, wie man auf dem Dialekt sagt, am Arsch vorbeigegangen ist, dass das Slash Power sich da irgendwie ergötzt, dass wir hier nur 100 bis 130 Zuschauer gehabt haben. Das war mir so egal. Wir hatten anderes und Besseres zu tun. Und da kommen wir auch gleich auf einen Mann zu sprechen, der am Vortag hätte antreten sollen, nämlich Alex the Iceman im Main Event. Und der gute Grund war deswegen, am selben Tag, am Nachmittag, fand nämlich eine Show der RWA statt am Allerheiligenplatz. Die war offensichtlich auch schon länger gebucht, hatte mit unserer Veranstaltung aber überhaupt nichts zu tun. Das war eine öffentliche Veranstaltung der RWA, vor eigentlich free Publikum, also das musste nichts zahlen. Und da trat dann komischerweise Alex the Iceman auf. Also am Tag zuvor hat er mir abgesagt und einen Tag später tritt er für die RWA an. Da kann man sich dann schon, ich glaube, da kann sich schon der Dümmste ausrechnen und zusammenzählen, warum Alex the Iceman da für uns nicht aufgetreten ist in Bad Vöslau. Gut, der hat es nicht nötig, der ist ÖBB-Beamter, hat ein gutes Gehalt. Der ist nicht unbedingt angewiesen auf zwei Bookings an einem Wochenende, aber was soll's. Das Thema ist erledigt. Alex the Iceman trat übrigens nie dann bei ROE an. Er hat dann auch relativ bald seine Karriere beendet. Okay, weg wieder von dem Thema. Zurück zur eigentlichen Show. Der Ring war wieder der von Kovac. Und da muss ich auch dazu sagen, Michael Kovac, den habe ich gefragt, okay,
Du hast uns den Ring vermietet, verdienst ein bisschen Geld. Kovac ist auch übrigens bei der RWA angetreten an dem Nachmittag. Ich habe dann gesagt, Michael, wenn es möglich ist, dass du heute passierst. Du hast verdienst ohnehin mit dem Ring ein bisschen Geld dazu. Und Kovac hat dann ein bisschen herumgesucht und hat gesagt, okay, passt. Ist nicht so tragisch, mache ich heute gar nichts. Begleite ich halt nur im Bambi-Killer dann im Main-Event als Kompagnon zum Ring. Und ja, da war das Thema Kovac dann auch erledigt, ist mir auch entgegengekommen. Die nächste war dann Wessner. Zu Wessner habe ich gesagt, wir haben wollten eigentlich gar kein Damenmatch bringen an dem Abend. Deswegen auch Wessner, wenn es geht, bitte heute pausieren. Wessner hat dann, glaube ich, Ahmed Cher begleitet zum Ring. Ja, irgendwas war, genau. Ja. Und da haben wir uns auch ein bisschen ein Geld erspart. Also sehr kooperativ, viele Wrestler, die haben alle gesagt, okay, wir helfen dir, du willst hier veranstalten, auch in Zukunft was machen und hast uns ohnehin einen Job für am Vortag gegeben. Blöd wäre es natürlich gewesen, wenn das nur eine Show gewesen wäre in Wien und der Comedy Wrestler, da hätte man nicht einfach sagen können, du hast heute kein Match, da wäre dann umsonst hergekommen. Aber es war ja von Haus aus als Doppelprogramm geplant von dir, glaube ich, oder? Das Doppelprogramm für Slau und dann Wien. Richtig, wie gesagt, ich habe eigentlich vorgehabt, dass ich alle Wrestler zweimal buche, aber letztendlich, warum soll ich als Promoter hier Geld den Wrestlern schuldig bleiben? Wie gesagt, es sind alle irgendwie mit ein bisschen einem, sage ich, mit einer Entschädigung von zum Beispiel Ares habe ich, glaube ich, 30 oder 40 Euro bezahlt. Ares ist der Nächste, der hat dann auch nur Double C zum Ring begleitet. Den habe ich auch ein bisschen, sage ich mal, mit einer Entschädigung getröstet. Ne? Ares hat das voll verständnisvoll aufgenommen, hat gesagt, okay, das verstehe ich voll und ganz, lass mich einfach mit Double C zum Ring kommen. Ich glaube, dann war noch ein Freeworker Kohlen und ich und dann noch Mr. Austria, glaube ich, ist auch ein Freeworker. Mr. Austria hat freegeworked, Sigmaster Rappo hat freegeworked. Der nächste Mann, auf den ich kurz zu sprechen komme, ist Murat Bosporus. Murat Bosporus hat mich gefragt, darf ich oder stört es dich, wenn ich das Booking bei der RWA annehme? Das war allerdings schon ein Tag vorher. Ich habe gesagt, Murat, das ist mir nicht so recht. Denn du bist eigentlich exclusively für Rings of Euro gebucht. Die haben mir auch die Anfahrtskosten bezahlt. Und Slash Power hat sich da einfach so richtig eine Scheibe abgeschnitten. Hat Murat natürlich überhaupt nichts zu den Fahrtkosten dazu. Ich wollte gerade sagen, ist er da entgegengekommen und hat gesagt, ich zahle die Hälfte oder was? Und nein. Aha. Slash Power war mit dem war überhaupt nicht zu reden. Der hat Murat einfach beinhart gebucht. Ich habe dann Murat an dem Abend. Ich war dann auch sehr stur, muss ich sagen, habe gesagt, Murat, du hast heute Geld bekommen von der RWA. Die RWA war nicht einmal so kooperativ, dass sie die Fahrtkosten mitzahlt. Ich habe gesagt, das musst du jetzt aus meiner Sicht verstehen, dass ich hier dich einfach nicht mehr berücksichtigen kann bei der Show. Murat hat das dann irgendwie geschluckt und ist dann irgendwann einmal Mitte der Show zu mir gekommen und hat gesagt, okay, was sieht das ein? Und wir haben eigentlich dann auch in Zukunft wieder ein recht gutes Verhältnis gehabt. Ja. Also das war eigentlich sozusagen das letzte Problem in Sachen Gagen, das wir auch dann versöhnlich gelöst haben. Kommen wir jetzt auf die Matches zu sprechen und da gleich zu deinem Match Wien gegen Cactus Kovacs. Ja. Wien am diesem Wochenende übrigens der Bodyguard der Swiss Money Holding, der hat sich dann ein bisschen, sagen wir mal so, verscherzt oder hat vom Engel her hat er dann die Swiss Money Holding dann im Stich gelassen, hat gesagt, okay, erledigt das Ganze, ich kämpfe dann am nächsten Tag für mich alleine. Und ja, was sagst du zu dem Kampf gegen Wien? War es für dich ein sehr erfahrenes, ein erfahrungsreiches Match? Ja, erfahrungsreich auf jeden Fall. Ich war natürlich sehr nervös, weil es mein erstes Match war gegen einen Nicht-Trainingspartner von mir. Ganz klar war ich aufgeregt vorher. Und im Endeffekt, nachträglich betrachtet, war es ein sehr gutes Match für das, dass ich noch am Anfang eigentlich war von meiner kleinen Karriere halt. Und ja, habe sehr viel gelernt. Auch der Wien privat, ein sehr sympathischer Kerl, war bei der VWF öfters auch. Also, kannst du dich noch ein bisschen erinnern an den finishing Move? Es war ein Reversed Neckbreaker, ein sehr stiffer, kann ich mich erinnern.
Ja, und habe verloren dann auch den ersten Kampf. Kannst du dich noch ein paar Aktionen erinnern, die du gezeigt hast gegen Wien? Ich habe 2 Hopespots bekommen, kann man sagen. Und ja, viel mehr habe ich auch nicht gezeigt. Ne? Twisted Cactus und sowas oder das ist halt eine DDT? Nein, glaub ich, den Twisted Cactus habe ich in diesem Match nicht bringen dürfen, ja. Sagen wir so. Ja. Das waren andere Zeiten. Da war die Hierarchie einfach anders und ich war ganz unten noch. Und ja. Da kann man nicht all das zeigen. Ja, das im ersten Profi-Jahr. Dann musste man auch eben noch den Tribut zahlen und eben die sich erst die Sporen erarbeiten. Wir zeigen euch dann auch kurz eine Grafik, und zwar eine Bilanz, was so eine Show gekostet hat. Die blenden wir dann ein, und zwar die ganzen Posten, zum Beispiel Kolpinghausmiete, Restlagagen, Anfahrtskosten. In dem Fall hatten wir auch eine zusätzliche Lichtfirma beauftragt. Kannst du dich noch erinnern? Das war aber was ganz Neues. Wir haben ein sehr gutes, ich kann mich erinnern, das war eine Show, wo alles geleuchtet hat, bunt, da waren viele Lichter und ich kann mich auch erinnern, dass die Schein waren irgendwie. Ja. An das kann ich mich erinnern, wie ich gekämpft habe in Bad Vöslauch. Da waren die Scheinwerfer so nahe, dass es richtig gebrannt hat auf der Haut schon fast. Und ich glaube, es war auch Nebel. Nebelscheinwerfer, Nebelanlage, ja. Im Großen und Ganzen schon ein sehr. Ja, da haben wir natürlich diese Firma. Diese Firma hat natürlich Geld gekostet. Ich glaube, damals kann ich mich erinnern, pauschal hatte mir die Firma 1.000 Euro verrechnet für beide Tage. Ich habe dann am zweiten Tag aber ihnen schon gesagt, Leute, das wird insgesamt Probleme geben mit der ganzen Bezahlung. Ist ja gut, wenn man das gleich sagt und nicht nachher sagt, okay, ich bleibe euch jetzt einfach an Geld schuldig. Die sind mir dann entgegengekommen und haben mir für beide Tage nur 700 Euro verrechnet. Deswegen habe ich ihnen dann quasi auch zwei Tage eben hier eine Arbeit verschafft. Also sehr kooperativ diese Light and Sound Firma. Ja, wir gehen einmal zu den nächsten Matches. Cardinal Kohlen, der hatte ja bereits am Vortag Hector Kovacs besiegt. Der hat am zweiten Tag wieder einen Rookie aus dem Kovac Powerplex, Mr. Austria. Kannst du dich da noch erinnern zu diesem Match? Ja, ich weiß nur, dass Mr. Austria mal mit Kovac trainiert hat einige Zeit. Dann hat er irgendwie eine Pause gemacht und dann hat er wieder angefangen und deswegen ist er mit der Benefiz-Show dann mit Bad Vöslau und auch im Kolpinghaus dann auftreten und erinnern, kann ich mich erinnern. Ich weiß nur, dass er ein Problem mit seinem Fahrzeug gehabt hat. Der kam dann relativ spät zur Show, oder? Ja, genau. Er ist beim Herfahren im Stau gesteckt und hat sich fast den Motor ruiniert bei seinem Auto dadurch. Verrückt. Im Endeffekt haben sie gekämpft und ich glaube, Kohlen ist overgegangen. Kohlen, es war geplant, dass Cardinal Kohlen von den 3 Rookies hier, sage ich mal, am besten davon kommt und sage ich mal, die am besten zu der Storyline auch passt mit dem Kardinal und dann bin ich Bruder Michael gewesen bei WSA. Das war ja alles irgendwie ein ganzes. Mr. Austria hat sich leider, wie wir schon gesagt haben, nicht sehr viel weiterentwickelt. Er wurde dann irgendwie, hatte kein Interesse mehr. Dann kein Interesse. Na, auch, ich weiß nicht, seine Freundin war ja auch immer sein Valet, ne? Und irgendwie, man hat von beiden auch nichts mehr gehört. Ich habe nach der Show noch lange trainiert, aber. Also Mr. Austria, hat er eigentlich nur seine Kämpfe bei den ersten 2 ROE-Shows und dann war er weg vom Fenster. Ja, ein weiteres recht solides Match. C-Shooting-Star Sick gegen Mr. Erotic. Sick hat mir gesagt, okay, lass uns ein gutes Match machen. Mr. Erotic, Absolute Andy, kenne ich gut. Der hat bei mir trainiert in Bayern und da kann auf jeden Fall ein gut gewirktes Match rauskommen. Ich habe dann gesagt, okay, machen wir. Noch ein paar Eindrücke von diesem Match. Ja, technisch einfach sehr schön auch anzuschauen. Ja, das ist meine Erinnerung geblieben. Sieg, der damals natürlich erfahrener Mann, ist overgegangen. Wobei ich mich noch erinnern kann, da kam er, glaube ich, da hatten wir ein Entrance-Team mit der deutschen Hymne. War es sogar, ich glaube, die alte deutsche Hymne. Ja, und er hat sie dann gesungen, glaube ich, auch im Ring, ohne Melodie, aber nur die Wörter. Also total witzig. Ja, also das war klar, dass der voll als Heel rüberkommt. Eine Hauptattraktion natürlich des Abends, die wir nicht vergessen werden. Wie kam es dazu, werde ich jetzt immer fragen, dass Hermes Fettberg zu dieser Wrestling-Show kam? Gut, ich hatte mir überlegt, ein bisschen irgendwie einen Promi aus dem Wiener Raum hier einzuladen und eine Kultfigur natürlich Hermes Fettberg. Damals hatte er, glaube ich, gar keine Arbeit. Er hatte einst eine Talkshow moderiert, die Fettbergs Nette Light Show, mit einigen
Promis, die er da eingeladen hat und dann denen Frukade oder Eierlikör angeboten hat. Ich habe mir gedacht, jetzt kontaktieren wir einmal Hermes Fettberg und fragen ihn, ob er bei einer Wrestling-Show teilhaben möchte. Habe ihm angemailt und siehe da, Hermes Fettberg hat mich einst dann zurückgerufen. Da bin ich, glaube ich, gerade im Millennium Tower habe ich Werbung gemacht für die Show. Ruft mich Hermes Fettberg am Handy an und wir haben uns dann ein bisschen so unterhalten. Er hat gesagt, er war noch nie auf einer, überhaupt einer Sportveranstaltung und Wrestling, ja, überhaupt nicht. Er kennt die aus dem Fernsehen auch, diese ganzen Muskelprotze. Habe ich gesagt, Hermes Fett, wir könnten natürlich keine Gage bezahlen. Das wäre natürlich super, wenn er hier gratis kommt. Er hat dann auch gleich gesagt, überhaupt kein Problem. Er hatte sogar zum Kolpinghaus eine Beziehung. Glaube ich, er hat früher in seiner Studentenzeit im Kolpinghaus gewohnt und kannte auch den Leiter des Hauses noch, nämlich Werner Kalcher. Gott hab ihn selig, der Herr ist leider verstorben. Er hat uns da wirklich super alles, ja, vom Service her war alles perfekt. Wir haben die Sitzplätze und alles, das wurde alles schon vorbereitet hier im Kolpinghaus. Sie haben sich da um fast gar nichts kümmern müssen. Ja, der Herr Kalcher, wie gesagt, nicht mehr unter uns. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt in der Kälte stehen und nicht in der Halle drin. Ja, vielleicht schaut der Herr Kalcher jetzt von oben runter und denkt sich, warum haben die Leute in der Portier nicht reingelassen, die zwei Herren, den Herrn Landauer und den Herrn Kovacs, da, die da vor rund 10 Jahren bei mir im Haus veranstaltet haben. Die haben sich dann auch begrüßt, Hermes Fettberg und Werner Kalcher. Hermes Fettberg wurde begleitet vom Wohnpark TV Filmteam von seiner Wohnung quasi weg bis hin ins Kolpinghaus. Alles natürlich, werden natürlich auch Ausschnitte zeigen, wie Hermes Fettberg von diesem Filmteam hier bis ins Kolpinghaus begleitet wurde, dann dort im Foyer von Werner Kalcher begrüßt wurde. Und natürlich mussten wir Hermes Fettberg dann in ein Match einbinden. Ich kann mich erinnern, war ein sehr witziger Moment, sollte man auf jeden Fall zeigen. Auch noch einmal. Und zwar war es dann ein Rematch vom Vorabend. Steve Douglas gegen Extreme, 2 out of 3 Falls, allerdings nach Fettberg Rules, das sogenannte Hermes Fettberg Sex Match. Ja, es war witzig. Also, da muss man einfach, da kann man einfach nur lachen. Man hat sich Ausschnitte an am besten. Ja, wie gesagt, das war ein 2 out of 3 Falls Match, das war ganz okay. Hermes Fettberg hat immer wieder Kommentare davon gegeben. Es war übrigens Hermes Fettberg, das ist exclusively gewesen. Eine extra Live-Kommentarspur gibt es da auf der DVD. Kommentiert natürlich von mir, Mr. Hanky und Hermes Fettberg. Unglaublich. Sollte man nicht versäumen. Steve Douglas am Vortag erfolgreich, verlor dann das Match 2 out of 3 Falls gegen Extreme. Und die Bedingung war dann, wenn er das Match verliert, dass er quasi einen Abend lang der Lustknabe von Hermes Fettberg sein musste. Ich kann mich nur erinnern, wie dann Hermes Fettberg, glaube ich, hat auch einen In-Ring-Auftritt gehabt. Und ja, das sollte man, werden wir auch zeigen. Ja, das wollte ich sagen, bitte. Da habe ich Hermes Fettberg, er wollte unbedingt in den Ring treten. Und ich hab gesagt, okay Hermes, ich helfe dir. Er hat es nicht alleine geschafft mit eigener Kraft. Ich habe ihm dann selbst geholfen. Man sieht das ist etwas sehr, was die Zuschauer dann schon als fast schon als, sage ich mal, bizarrster Humor teilweise sie in Erinnerung hatten. Ja, Hermes Fettberg, der blieb dann auch gar nicht lang im Ring stehen, weil er einfach, er kam ja fast schon gar nicht zwischen den Seilen durch und das Publikum hat dann nur mehr eigentlich gelacht, ja, und hat gesagt, bitte, so auf der Hand, schleich dich wieder raus. Eine Blamage war das bitte eigentlich. Also eigentlich war es eine Blamage, ehrlich. Herrlich. Herrlich. Ja, und Steve Douglas verlor das Match dann gegen Extreme und das Lustige war dann, wir baten dann Hermes raus, also er stand dann auf vom Kommentatorentisch und Steve Douglas musste dann Hermes Fettberg ein Bussi geben und Hermes Fettberg und Steve Douglas wurde dann Eierlikör serviert. Ja, das kann ich mich erinnern, ja. Von Werner Kalcher, ich glaube, da haben sie dann auf Eierlikör angestoßen. Ja, ja. Hermes Fettberg hat dann auch am Kommentatorenpult wurde dann Hermes Fettberg sogar Himbeersaft und Salamibrote serviert.
weil er hatte natürlich Hunger, Hermes Fettberg. Also einzigartig. 22 Kilo, hätte ich auch Hunger. Ich hab das einfach genossen als Veranstalter. Sowas wird es nie wieder geben. Und deswegen, sage ich mal, war das eine Show, die sicherlich in die Wrestling Österreich Wrestlings History Books eingehen wird. Aber zurück zu Matches. Sigmaster Rappo gegen Romeo, die WSA, am ersten Tag präsent, auch am zweiten Tag präsent, in Form von Romeo, der später ein unglaublich unterhaltsames Gimmick damals als Schlagerstar Romeo einging. Den hatte ich auch gemeint, wie ich gesagt habe, den einen mit der gelben Hose, den Romeo. Romeo hast du gemeint. Genau, Romeo gegen Sigmaster Rappo, eigentlich eines der schwächsten Matches von der Workrate her, aber Sigi musste ich buchen am zweiten Tag und Humungus, glaube ich, wäre nicht so zu, war ja auch Heel und ich dachte mal, Romeo als Babyface gegen Sigi, oldschool Match geworkt. Sigi ging over, der hatte auch an dem Tag war. Er war jetzt aber technisch sicher nicht das, ja, der Leckerbissen halt. Was war der Highlight von dem Abend eigentlich? Was war Main Event? Naja, es war ein Co-Main Event. Also wir hatten. Wir haben einerseits für Ian Rotten gehabt und andererseits Matt Summers. Und gegen wen war jetzt Matt Summers? Matt Summers haben wir überhaupt nicht gehabt gegen Ian Rotten. Aber die zwei Stars und Ian Rotten. Matt Summers war nicht der Star. Der war so konzentriert auf sein Match, der Cactus, dass er sich auf die andere Karte. Aber das ist auch logisch. Genau. Der Main Event war dann Chris the Bambi Killer. Warum war Chris the Bambi Killer im Main Event? Aushängeschild in Österreich, EWA World Heavyweight Champion. Und deswegen haben wir das Match dann als Main Event gemacht und zuvor eben Co-Main Event Ian Rotten gegen Claudio Castagnoli. Ich wollte zuerst ein Title Match machen, ein EWA Heavyweight Title Match. Das wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, wenn Bambi Killer seinen Heavyweight Title verteidigt habe. Er wollte aber, glaube ich, zwischen 50 und 100 Euro Aufzahlung haben. Für den Titel verteidigt? Nur damit er mit dem EWA Title reinkommt. Ich habe dann gesagt, Chris, also bitte haben den heutigen Abend vor 130 Zuschauern. Das ist nicht drinnen, dann machen wir halt ein Non-Title-Match und du trittst an gegen Matt Summers. Warum gegen Matt Summers? Matt Summers, wir haben es storylines-technisch so gelöst, am Vortag beim Survivor Series Match ist Chris the Bambi Killer irrtümlich irgendwie mit Matt Summers zusammengestoßen, der wurde dann eingerollt, gepinnt, war sauer und hat dann einfach Bambi Killer herausgefordert für den zweiten Tag. Und ja, gut gewirktes Oldschool-Match, sage ich mal, Traditional Wrestling mit ein paar Spots. Bambi Killer ging natürlich over im Main Event und ja, ich glaube, da hat sich dann auch sogar noch einmal mit Hermes Fettberg und der Presse gezeigt. Es war rundum eine sehr gut auch beworbene Veranstaltung. Wir brachten sogar Bilder in der Kronenzeitung mit Fettberg, mit, glaube ich, Bambi Killer. Und ja, leider war es im Endeffekt nur die Zuschauerzahlen, wo man sagt, okay, mit weinendem Auge muss man hier zur Kenntnis nehmen, dass eben Wien als Veranstaltungspflaster für neue Promoter einfach sehr schwierig ist. Das war auch die einzige Show in Wien, glaube ich, die du gemacht hast. Nein, das war nicht die einzige Show. Das war die einzige Show im Kolpinghaus. Wir hatten dann noch eine Show in der Putzen-Dopplergasse im 23. Bezirk, aber da warst du nicht dabei. Da war ich nicht dabei, genau, okay. Das war jetzt so das Highlight überhaupt von dem Wochenende, Bad Vöslau und Kolpinghaus. Hat es irgendwas gegeben, was dir jetzt in Erinnerung geblieben ist? Speziell? Also ich sage einmal, generell das Highlight war überhaupt einmal die ersten Shows zu veranstalten, gute Stimmung in Bad Vöslau gehabt zu haben im Main Event, vielen Rookies die Chance zu geben, aufzutreten, ein bisschen was anderes zu machen, vor allem mit vielen videotechnischen Erneuerungen. Wir haben ja teilweise 4 Kameras gehabt. Ja, das war schon alles sehr gut aufgezogen. Auch wir haben einen Mann gehabt für nur Musik, denn ums Licht hat sich wer eigenes kümmert. Den Ringsprecher mal gab mir die ganzen. Wir haben auch immer wieder nach den Kämpfen gleich direkt die Wrestler vor die Kamera geholt und interviewt. Das war auch eigentlich überhaupt etwas, was mit die Wrestler noch nie so erlebt haben. Im Großen und Ganzen hat es auch vom Ablauf her eigentlich alles funktioniert, bis auf ein, zwei kleine Details jetzt, die man verändern hat müssen, zwangsweise halt wegen einem Budget. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war es Erfahrung wert auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, bis auf diese ganzen Sachen, wo man die Gagen kürzen hat müssen, wir haben natürlich nach der Show dann Bilanz gezogen, haben gesagt, machen wir weiter, zahlt sich das überhaupt noch aus, hier weiter zu veranstalten. Also für das verbliebene Jahr 2004 haben wir gesagt, so, da passiert jetzt einmal gar nichts mehr. Wir werden jetzt einmal in uns gehen, werden vielleicht ein bisschen was überarbeiten und sagen,
Rings of Europe starten wir im Jahr 2005 mit einer neuen Show in einem neuen Territory durch? Oder war das einfach nur eine Erfahrung mit zwei Shows und mal sagen, okay, das war's, belassen wir es dabei, wir haben jetzt eine Show gemacht. Ja, Cactus, du hast auf jeden Fall weiterhin dann Auftritte gehabt bei Rings of Europe. Ja, das auf jeden Fall. Wir waren noch auf jeden Fall in Krems, dann glaube ich nochmal Bad Vöslau. Fürstenfeld. Fürstenfeld, genau. Wir waren eh, wir sehen mehrere Shows. Ja, und in im Kolpinghaus hat es halt nicht passt. Von da hat es halt nicht funktioniert. Ich kann mich noch erinnern, ich habe da ein Mädchen kennengelernt und die Catcher, was schon 10 Jahre dabei waren, die auftrainierten, haben gesagt, der, der den wenigsten Körper hat, kriegt die Weiber. Das war ich glaube sogar, dass Wien seine Freundin auch hier kennengelernt hat, mit der war dann glaube ich einige Monate zusammen. Die saß im Publikum, war so begeistert von Wien und die waren dann wirklich zusammen. Also da hat sich schon einiges ergeben. Ein fruchtbarer Boden war das Kolpinghaus in jedem Falle. Kolpinghaus war eine nette Location. Zuschauerzahlen haben nicht gepasst. Ja, wir melden uns dann wieder. Beim nächsten Mal geht es nach Krems in die Wachau. Und da haben wir den Mann wieder dabei. Der hat damals auch ein Match gehabt. Ich glaube, du warst sogar mehrmals in Krems dabei. In Krems war ich zweimal, glaube ich. Zweimal war ich in Krems, ja. Ja, Vorschau, wie gesagt, Krems. Geile Veranstaltung, super Location. Ja, da wünschen wir euch dann viel Spaß bei dieser Folge und dann auch bei der nächsten Show, bei der nächsten Ausgabe von Costa Promoters Setso in Krems. Pfiat euch und auf Wiederschauen. Bang, bang.